Seid gegrüßt, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Wassertank richtig reinigen könnt, denn dafür gibt es eigentlich nur eine anständige Lösung. Mein Name ist Lukas und 2021 habe ich mir nach dem Studium ein Opel Vivaro zum Camper ausgebaut. Nun lebe ich auf 4 Quadratmetern und finanziere die Reise unterwegs mit meinen Landschaftsbildern. Wohin mich die Reise führt oder wie lange sie geht, habe ich nicht geplant. Also bleibt dran und komm mit. Falls ihr im Hintergrund ein paar Windgeräusche hört, will ich mich dafür kurz entschuldigen. Ich bin nämlich gerade in Norwegen und fotografiere ein paar Papageientaucher auf einer Insel und hier ist es an der Küste recht windig. Aber gut, vor 3 Wochen war ich noch in Deutschland und habe meinen Wassertank gereinigt. Das mache ich alle 6 Monate in etwa. Und es war auch mal dringend wieder Zeit, zumindest beim Abwassertank. Ihr kennt es vielleicht, dass da ein paar Ablagerungen drin sind und die müssen auf jeden Fall ab und zu mal sauber gemacht werden. Irgendwann fängt es auch an zu stinken. So, ihr seht schon, rechts ist mein Abwasserkanister und der beginnt schon echt räudig auszusehen. So der erste Schimmel oder die Ablagerung, was auch immer das ist, die bilden sich dann so nach 3 Monaten bei mir. Und hier der Frischwasserkanister, der ist nach wie vor sauber, denn ich filter ja das Wasser, bevor es auch reinkommt. Ich habe es aber auch jetzt nicht geschafft, das Ding in Griechenland auszuspülen, da es keine richtigen Fähr- und Entsorgungsstationen dafür gab. Wenn man das macht, dann sieht das vielleicht ein bisschen länger hübsch aus. Aber es stinkt zumindest noch nicht so arg unangenehm. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich hier den Stöpsel zumachen würde. Ja, das einzige Mittel, was euren Wassertank wirklich auch hygienisch reinigt, ist dann Chlorix, also Chlor. Das ist mit Wasser verdünnt perfekt, um euren Wassertank zu reinigen. Dabei müsst ihr aber ein bisschen was beachten, denn Chlor, klar, logisch, ist wie so ein Bleichmittel. Das ätzt euch irgendwie alles weg. Also wenn es auf die Klamotten kommt, habt ihr sofort so Flecken drauf. Mir ist es leider auch passiert. Ich hatte zum Glück ein paar alte Klamotten an. Also halb so wild, aber passt da wirklich ein bisschen auf. Genau, und ihr müsst richtige Chemiehandschuhe anziehen. Dazu aber später nochmal mehr. Ja, bei dem Zeug hier muss man ganz schön aufpassen. Das Chlor ist auf jeden Fall nicht gut für die Haut und macht euch sofort richtig tiefe Flecken in die Klamotten, die ihr nie wieder rauskriegt. Deswegen zieht ordentlich Handschuhe an, also richtige Chemiehandschuhe. Nicht diese einfachen normalen Latexhandschuhe, die reichen dafür nicht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau, also deswegen ordentliche Chemiehandschuhe dafür und aufpassen, dass es an keine Klamotten kommt. An sich easy. Die Handschuhe sind ja vor allen Dingen wichtig, wenn ihr innen noch mal ein bisschen was auswischen müsst, also wenn irgendwie mit einem Lappen reingehen müsst in die Plöre, das sollte auf jeden Fall nicht direkt an die Haut kommen und die normalen einfachen Handschuhe bringen, wie gesagt, nichts. Also besorgt euch auf jeden Fall so ein Zeug, falls es irgendwie mal spritzt. Das riecht ja schon richtig nach Schwimmbad. So, das Ganze lasse ich jetzt 15 Minuten einwirken. Ich drehe das Ding dabei ab und zu mal, damit auch hier dann überall oben das alles mal, dass überall das Wasser hinkommt. Und am Ende werde ich wahrscheinlich nochmal mit den Lappen durchwischen. Und dafür dann ganz besonders wichtig, die Handschuhe. Gut, lassen wir das mal ein bisschen ruhen. Und wenn der Kanister hier fertig ist, mache ich noch meine anderen beiden Wasserkanister. Ja, wenn euch irgendwie das interessiert, wie ich das Wassersystem hier gemacht habe im Camper, ohne jetzt irgendeine Druckwasserpumpe, alles ganz simpel mit insgesamt 60 Litern Frischwasser, dann schaut auf jeden Fall mal hier beim verlinkten Video vorbei. Achtet auf jeden Fall auch drauf, dass ihr den Schlauch ein bisschen abwischt und vor allen Dingen, dass ihr überhaupt den richtigen Schlauch habt. Es gibt sowohl Kalt- als auch Warmwasserschläuche. Ich habe ja hier nur Kaltwasser, von daher ist es erstmal egal. Aber ich hatte davor hier so einen transparenten auch Trinkwasserschlauch, aber der hat außen nach, ich glaube, 3 Monaten so einen ekligen schwarzen Schmierfilm gehabt. Das war nicht geil, also ja, den hier hatte ich erst jetzt seit 4 Monaten nicht, also die sind auf jeden Fall besser. Weiß nicht, wahrscheinlich muss man die einfach regelmäßig mal abwischen oder gar tauschen. Weiß nicht genau, woher das kommt, aber ja, ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass man da irgendwie nochmal einen Meter Ersatzschlauch mit hat, wenn man länger unterwegs ist, um das Ding auch mal zu tauschen.
Es gibt einige Leute, die irgendwie Zitronensaft oder sonst was empfehlen, um so einen Wassertank zu reinigen. Ja, das geht sicherlich, aber so wirklich alle Bakterien kriegt man damit nicht raus. Da hilft wirklich nur Chlor. Das Zeug kostet echt nicht die Welt. Also ich habe da, ich glaube, 2 Flaschen irgendwie 5-6 Euro. Das hält sich voll im Rahmen und reicht auf jeden Fall für einen Wassertank im Camper typischerweise. Ich habe jetzt hier 60 Liter Frischwassertanks bei mir und nochmal einen 13 Liter Abwassertank. Dafür haben 1,5 Flaschen gereicht oder 2 Flaschen, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wovon ihr auf jeden Fall auch absehen solltet, sind solche Silberionen in euren Wassertank zu machen, um das Wasser sauber zu halten. Davon kann ich euch wirklich nur abraten, denn das macht eure Darmflora mega kaputt. Das tut euch nicht gut. Um das Wasser sauber zu halten, filtere ich es, bevor ich es überhaupt in den Tank einfülle. Deswegen ist es wichtig, dass auch der Tank sauber ist. Und wenn ihr mehr zu dem Filtersystem sehen wollt und zu meinem Wassersystem, ich habe darüber schon mal ein extra Video gemacht. Das verlinke ich euch dann hier oben nochmal in der Infokarte. In der Videobeschreibung unten verlinke ich euch auch nochmal alle Produkte, also das dann Chlorix und die Chemiehandschuhe, die ihr dafür auch braucht, um nochmal den Tank dann ordentlich auswischen zu können. Nehmt dafür einfach irgendeinen beliebigen sauberen Lappen. Das sollte, denke ich, gut funktionieren, der natürlich fusselfrei ist. So, ich denke, dazu ist jetzt alles Wichtige gesagt. Jetzt wisst ihr, wie ihr euren Trinkwasser- und Abwasserkanister ordentlich reinigen könnt. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf, hier ein bisschen die Insel zu erkunden und die Papageientaucher zu fotografieren. Sehen ein bisschen aus wie Pinguine. Dafür wird es vielleicht auch eine neue YouTube-Episode geben. Schaut auf jeden Fall mal bei meinem Kanal vorbei und lasst ein Abo da. So, wenn ihr noch Fragen zum Wasserkanister oder sonst was habt, also zum Reinigen des Wassertanks, schreibt es gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.